170 Kilo Thunfisch, Teil 2. Heute essen wir das Rückenmark des Thunfischs im Shanghai Tan. Das befindet sich zwischen den einzelnen Wirbeln des Tunas. Man isst das Ganze roh und es hat eine glitschige Konsistenz und keinen Geschmack. Mit ein wenig Sojasauce und Jungzwiebel haben wir das gegessen. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Würdet ihr das Tuna Jelly auch probieren oder eher nicht? Schreibt es in die Kommentare.